Heute fahre ich nach Dresden zu einem Modelcasting von einem Magazin und fahre mit dem Flixbus hin. Und gerade, ich habe heute schon eine Dreiviertelstunde verschlafen und jetzt kommt auch mein Zug nicht, den ich nehmen muss, damit ich pünktlich da bin. Kurz mich ein bisschen an. Ich hoffe, meine Mama kann mich jetzt hinfahren zum Hauptbahnhof in Leipzig, weil ansonsten bin ich ziemlich am Arsch. Ja, dann drückt mir mal die Daumen. Also Leute, auf der Hinfahrt konnte ich nicht so viel vloggen, weil es ein bisschen stressig war. Ich hatte ja erst verschlafen, was ich schon gesagt hatte, dann kam mein Zug nicht. Dann habe ich meine Mama aus dem Bett geklingelt, dass sie mich zum Hauptbahnhof in Leipzig fährt. Aber dann war noch die Sache, dass der Flixbus irgendwie nicht mehr von der Goethestraße abfuhr, sondern jetzt so ein Fernbusterminal gebaut wurde, wovon ich nichts wusste. Bin durch den ganzen Hauptbahnhof die ganze Zeit gerannt, war völlig außer Atem, habe das nicht gefunden. Und dann, als ich es gefunden habe, war der Bus schon weg und musste mir dann nochmal ein Ticket holen für den Bus danach, der 50 Minuten später kam. Und ich habe gesagt, ich bin um 11.10 Uhr da, letztendlich war ich um 12.40 Uhr da, weil der Fernbus auch noch Verspätung hat und lange gebraucht hat. Aber jetzt war ich da. Ich zeige euch mal von meiner Insta-Story ein paar Eindrücke, die ich aufgenommen habe. Das Interview ging ziemlich schnell, weil ich gesagt habe, ich muss dann 14.10 Uhr auch wieder los, weil mein Flixbus nach Hause, den will ich nicht unbedingt verpassen, weil das könnte dann problematisch werden. Aber jetzt bin ich auf dem Weg nach Hause, es war total cool, ich habe auch von meinem YouTube-Kanal erzählt und ich glaube, die waren ganz begeistert von mir und haben auch gesagt, die haben sich mich schon von Instagram gemerkt, weil ich halt eigentlich auch am meisten damit aufgefallen bin, gerade mit meinen Haaren. Und ja, jetzt geht's zur Straßenbahn, dann zum Hauptbahnhof in Dresden und dann will ich endlich mal was essen, weil ich habe heute erst einen Apfel, eine Kiwi und gerade eine Banane gegessen. Ich habe Hunger. Ich bin zu Hause. Ich bin nach Hause gekommen, 17 Uhr. Und konnte dann endlich was essen. Okay, wieso flackert das so im Bild? Ganz komisch. Kamera. Also Mama hat Grünkohl-Burger gemacht mit Kartoffeln und Rotkraut. Und das war mir eine erste richtige Mahlzeit heute. Und so viel, wie ich durch die Kante gesprintet bin, habe ich das locker doppelt verbrannt. Kennt ihr das, wenn ihr Hunger habt, aber den Hunger, also weil ihr Stress habt gerade und beschäftigt seid, dann irgendwie vergesst zu essen und irgendwann übergeht man den Hunger und dann hat man gar keinen Hunger mehr. Aber das war halt so ein stressiger Tag und ich bin froh, dass ich endlich zu Hause bin. Also es hat Spaß gemacht. Aber das mit dem Flixbus, oh, wirklich, es ist ja wirklich alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Und ausgerechnet kommt alles zusammen an dem heutigen Tag, wo ich wirklich das nicht gebrauchen hätte können. Das nächste Mal hoffe ich, dass mir das nicht passiert, weil es kam ja echt alles zusammen. Erstens verschlafen eine Dreiviertelstunde, dann ist mein Zug ausgefallen, den ich gebraucht habe, habe meine Mutter aufwecken müssen, dass sie mich fährt und das ist ja ein ganzes Stück bis zum Hauptbahnhof. Dann finde ich auch noch das Terminal nicht und dann verpasse ich den Bus und muss ein neues Ticket holen, obwohl ich eigentlich echt gar kein Geld mehr habe. Naja. Dann drückt mir die Daumen, dass das was wird und ich mit nach Paris darf zu dem Shooting des Magazins. Aber ich habe eigentlich ein richtig gutes Gefühl irgendwie. Ich glaube, das könnte echt was werden. Und wenn nicht, auch nicht so schlimm, aber ich wollte es einfach mal mitgemacht haben. Man kann ja gucken, was bei rauskommt und ja. Ich bin aber gerade dabei, das Video zu schneiden, was ihr gerade seht. Und zwar weiß ich nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich wollte es nochmal sagen. Neben dem Casting läuft auch auf dem Instagram-Account Dresden Model ein paralleler Wettbewerb. Und alle Models, die halt beim Casting waren, die wurden da halt auch gepostet. Und es zählt halt nicht nur die Meinung der Jury rein, sondern auch die Likes, die diese Bilder auf Instagram haben. Ich werde euch einfach mal den Link von meinem Bild, was da gepostet wurde, in die Infobox stecken. Und es würde mir wirklich sehr viel bedeuten, wenn ihr dieses Bild auf Instagram liked. Alle, die mir auf Instagram folgen, die haben meine Story schon wahrscheinlich gesehen und haben dann schon das Bild geliked, wenn sie mich unterstützen möchten. Aber wie gesagt, für euch auf YouTube, falls ihr es noch nicht gewusst habt, auf jeden Fall auf den Link in der Infobox klicken. Ist auch gleich der allererste Link, der drin steht. Es werden ja am Ende 3 Models ausgesucht,
die mit zu einem Shooting nach Paris dürfen. Und ich war noch nie in Paris. Und das ist mega cool. Also bitte, ich bitte euch, like dieses Bild. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen, indem ihr dem Video einen Daumen hoch gibt. Kommentiert, ob ihr, wenn ihr aus Dresden kommt oder aus München, weil da wird es ja auch verkauft, dieses DC-Magazin kennt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!